Mahlzeit, meine lieben Bonsai-Freunde und Autobauer. Ich bin's wieder, euer Rolf. Und heute machen wir eine Lärche. Ja, die Lärche kennt ihr alle schon aus meiner Gruppen- und Waldpflanzung von vor 2 Jahren. Das ist somit einer der Bäume, die noch überlebt haben. Und wir müssen heute den Baum einfach mal so ein bisschen wieder neu gestalten. Ich denke, wir haben ihn ja dieses Jahr umgetopft, glaube ich, im Frühjahr. Oder letztes Jahr schon, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ist auch egal. Wir werden ihn auf jeden Fall noch ein Jährchen in dem Topf lassen. Und er wird auch noch ein Kandidat für eine Gruppen- und Waldpflanzung. Nur ich lasse ihn jetzt erstmal separat wachsen, einzeln wachsen, um halt auch die Struktur ein bisschen rauszuarbeiten und halt auch ein bisschen mehr Form rauszukriegen. So, der Baum, werdet ihr sehen, ist auch noch relativ jung. Ich schätze mal gefühlte 10 Jahre, so um den Dreh, irgendwie sowas wird es sein. Aber nichtsdestotrotz müssen wir ihn heute schneiden, legen, föhnen und auch wieder ein bisschen drahten. Der Baum an sich ist so als Bonsai, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger eigentlich nicht zu gebrauchen. Allerdings in der Wald- und Gruppenpflanzung, denke ich, wird er sich ganz gut machen. Ich würde sagen, wir gucken uns den Baum einfach mal an und dann erzähle ich noch ein bisschen was dazu. So, also wie ihr auch sehen könnt, steht der Baum relativ dicht an der Schale, also nicht in der Mitte. Das lag daran, dass er auf der einen Seite auch keine Wurzeln hat. Also von daher wird ja auch nicht mehr viel passieren. Und von daher eignen sich solche Kandidaten eigentlich prima für eine Wald- und Gruppenpflanzung. Und wenn wir dann nach oben gehen, sehen wir dann auch schon, dass der Stamm relativ gerade ist. Allerdings macht er hier oben einen leichten Knick. Oder einen starken Knick vielmehr. Und ja, somit ist er als Einzelpflanze auch nicht mehr zu gebrauchen. Und deswegen würde ich sagen, können wir ihn getrost als Waldpflanzung nutzen. Allerdings müssen wir ihn natürlich auch jetzt noch mal ein bisschen bearbeiten. Die langen Triebe müssen wir entfernen oder zumindest einkürzen. Ja, ich weiß nicht, ob wir drahten müssen. Ich glaube, Drahten müssen wir fast nicht. Das können wir durch Schneiden machen. Die Äste hier sind alle relativ gerade, würde ich sagen. Also von daher denke ich, passt das schon. So, aber eins ist mir gerade schon aufgefallen. Ich hatte, glaube ich, in einem der letzten Filme mal erzählt, von wegen wachsen lassen. Ich zeige euch das gerade mal hier oben. Also da sieht man es wieder, das ist wieder so ein typischer Kandidat, der nach oben gewachsen ist. Das ist auch so, sind dann so die Anfängerfehler. Aber wir sehen auch, dass wir hier unten noch eine Knospe haben. Und da an der Seite auch noch eine Knospe haben. Und wir werden den dann auf jeden Fall auf die Knospe einkürzen. So, dass er hoffentlich unten wieder austreibt. Wir werden sehen. Versprechen kann man natürlich nichts, ist klar. Aber wir versuchen das Beste. So. Schneiden müssen wir natürlich auch wieder, ist klar. Ja, ihr seht schon, hier bleibt nicht viel über. Da kann auch logischerweise nicht viel überbleiben. Weil die wachsen ja alle relativ lang wieder raus. Ja, mal, was davon kommt. Darüber, den können wir auch nicht gebrauchen. Den nehmen wir mal da.
komplett raus. So. Und dann auch hier so die langen Dinger, die sie irgendwie so auch mal radikal runterrupfen. So. Dann wächst hier wieder einiges nach oben. Müssen wir auch komplett entfernen. So. Ja, das können wir wieder nicht gebrauchen hier. Das kürzen wir einfach mal ein. Deutlich kürzer. So. So. Mit dem Stamm weiß ich noch gar nichts anzufangen, da unten mit dem kleinen Binökel da. Gucken wir einfach mal, was dabei rauskommt. So. Ich würde schon fast sagen, wir haben es für den Baum schon wieder. Oben die machen wir auch noch ab. Eben so die Spitzen und wie gesagt, alles was nach unten geht oder nach oben geht, rupfen wir komplett raus. Denke ich, kann er dann auch wieder quasi husch husch ins Körbchen in den Garten. So. Und dann gucken wir mal, wie er sich weiterentwickelt. Ist natürlich wieder eine Knospe nach oben. Die muss auch nicht haben. Die machen wir auch weg. So. So, sieht ja schon wieder ein klein wenig gerupft aus. So. Den kleinen haben wir jetzt ein bisschen abgespannt hier, damit er so ein bisschen nach unten wächst. Und dann ist der. Dann wäre der Baum quasi durch. Ja, weil das relativ fix ging, gehe ich nochmal einen anderen holen und dann machen wir mal weiter mit dem zweiten. Ja, was das wird, weiß ich noch nicht. Der ist relativ hoch. Da können wir mal eben messen, spaßeshalber. Das würde mich nämlich auch interessieren, wie groß der ist. So, also. Wir messen quasi satte 68 Kilometer, hätte ich schon fast gesagt. Und natürlich Zentimeter. Das Interessante bei dem Baum ist zum einen, wir haben einen relativ interessanten Wurzelansatz. Da ist der Wurzelansatz. Also so ein bisschen was ist vorhanden. Ja, allerdings muss ich sagen, ist mir der Baum ehrlich gesagt viel zu hoch. Gerade für die Äste, für die schmalen Äste, ist hier definitiv zu hoch. Wenn ich mir den Wurzelansatz angucke, wenn ich mir den Wurzelansatz angucke, ist das die Vorderseite. Der erste Ast kommt bei 25 cm. Ist alles ein bisschen wuselig mit dem Ding. Also prinzipiell kannst du mit dem Baum eigentlich nichts machen. Also prinzipiell kannst du mit dem Baum in der Größe eigentlich nichts machen. Naja, Flussform geht immer, ich weiß.
Und Literat geht auch immer. Ja. Aber für Literat fehlen die Kurven. Und Floßform ist ein bisschen lang, ne? Ja, und in der Mitte von einem Wald, ja, wie groß soll der Wald denn werden? Wie groß soll der Wald denn werden? Ja, lass mal eben überlegen. Stutzen ist schon mal eine gute Idee. Ja, ein bisschen drehen, ein bisschen biegen. Komplett andere Form. Weil so kann er definitiv nicht bleiben. Das sieht alles aus wie gewollt und nicht gekonnt. Für ein Literat. Ich weiß nicht. Ist auch zu groß, ne? Das ist ja schon. Vernünftig stehen tut er auch nicht. Halt so ein krummes Ding. Der Ast ist da auch scheiße. Eigentlich müsste jetzt einen Ast da hinten haben. Und der nächste Ast, der da hinten ist, ist da. Ja, Rolf, beim Denken. Ja, einen Felsen davor pflanzen, das ist natürlich auch eine Option. Um genau zu sein, ist das eine gute Option. Ich würde sagen, so machen wir das. Nicht lang schnacken. Einfach machen. Und schon ist der Tannenbaum weg. Ja, ich schneide die Rinde jetzt mit dem Messer ein. Damit wir hier einen Gin draus machen. Die Rinde ist noch ganz schön grün. Da sieht man, glaube ich, auch.
So. Den Rest kann die Mutter Natur machen. Ihr kennt mich. Ich bin ja eine faule Socke. Wo kommt dieser Draht hier? So, weg da. Nein, ist nicht klar. So. Schön dran denken, wir wollen ja nach oben. Also müssen wir den Draht von unten anlegen. Wir wollen ja jetzt auch wieder nach unten. So, der würde vermutlich jetzt richtig Power haben. Dadurch, dass wir nichts an den Wurzeln gemacht haben. Wird der richtig Power haben. Und wir müssen hier noch den Stamm oder den Ast ein wenig nach unten bringen. Schöne 45 Grad Winkel. So, nichtsdestotrotz müssen wir hier zusehen, dass wir hier ein bisschen Heuleifendosen wegkriegen. So. Guckt euch immer schön die Knospen an, dass die nach unten zeigen und nicht wie bei mir, dass die nach oben wachsen zeigen und dann da abschneidet. Das ist nämlich Kacke. Also was nach oben wächst, wird weggeschnitten. Ne? Da bleiben wir dabei. Hier sieht man es auch wieder sehr schön. Guck mal, ob ich da näher, ob ich da voll drauf komme. So. Da unten ist die Knospe. Die letzte quasi. Und wir bleiben jetzt da ab. So, meine lieben Bonsai-Freunde. Das war der zweite Kandidat, die zweite Lerche. Doch etwas anders ausgefallen wie gedacht. Aber ich finde das Ergebnis gar nicht mal so schlecht. Wenn wir hier noch einen vernünftigen Felsen finden, der auch dementsprechend hoch ist, dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Oder sonst, ey, kommt Zeit, kommt Rat. Irgendeinen Felsen werde ich finden. Ich werde jetzt nicht den nehmen, den ich euch eben gezeigt habe, weil mit dem habe ich andere Sachen vor. Ja, nichtsdestotrotz denke ich, ist das auch wieder ein recht gelungenes Beispiel. Wir haben eine halbwegs vernünftige Verjüngungsrinde. Wir haben einen bombastischen oder vernünftigen Ast. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das mit der Felspflanzung irgendwie an der Seite recht gut aussieht. So quasi so eine Art Wind gepeitscht. Müssen wir mal gucken, was noch mehr drüber liegt. Damit der Baum dann quasi nur in eine Richtung wachsen kann oder so. Klar. Sieht mit Sicherheit interessant aus. Wird wahrscheinlich auch eine Herausforderung, so einen Felsen zu finden in der dementsprechenden Größe, weil wir haben jetzt im Moment noch, ich messe mal eben, inklusive neue Spitze haben wir immer noch ja, 38 cm. Das ist ja auch nicht von schlechten Eltern, 38 cm. Also ein Schulin wird es auf jeden Fall nicht, ganz klar. Wobei wir ihn hier einmal um die Ecke biegen, bleiben wir auch unter 20 cm. Aber das möchte ich ehrlich, im Moment ehrlich gesagt noch nicht. Der Baum darf sich jetzt weiterentwickeln. Wir haben ziemlich viel weggeschnitten. Ja, ich lasse ihn einfach noch mal ein Jahr hier in der Schale drin. Was ist in der Schale, in dem Topf? Oder gucken wir mal, wie er im Frühjahr austreibt. Ich denke, das könnte ganz spannend werden, wenn wir dann noch vernünftig schneiden und legen und föhnen. Idealerweise dann noch einen Stein finden sogar.
Ja. Ist alles Zukunftsmusik, das wisst ihr selber. Fertige Bäume haben die wenigsten von uns. Schätze ich mal. Zumindest die Leute, die meinen Kanal abonniert haben. Also ich habe jetzt, keine Ahnung, ein paar. Aber bin halt auch noch nicht so der Experte. Also von daher mal gucken, wie es aussieht, wie es was wird. Die nächsten Bonsai-Kurse kommen ja eh in jedem Fall nächstes Jahr. Wobei nächstes Jahr ist ja auch schon so weit weg, ne? Das ist in 3 Tagen. Gut, aber nichtsdestotrotz, den haben wir dann auch erledigt. Ja, ich werde auf jeden Fall noch ein paar Bäume machen diese Woche. Ich habe Urlaub und ja, hier stehen noch 1, 2, 3 rum. Ja, zwei kleine, ein großer, der wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Denke ich mir mal, und ja, da werde ich euch auch nicht alles zeigen, beziehungsweise da werde ich euch das Draht nicht zeigen, weil es dauert einfach zu lange. Also ich schätze mal, so 4 bis 5 Stunden bin ich beim Drahten dabei, aber was hilft es denn? Irgendwer muss es ja machen, ne? Gut. Gut, in diesem Sinne, genug gelabert. Bäumchen ist fertig, kann weiter wachsen, darf weiter wachsen. Stelle ich nachher wieder nach draußen. Schönes Wochenende. Bis dahin, euer Rolf. Ciao.